Moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man eine Kinder-Jogginghose wäscht. Diese Kinder-Jogginghose besteht aus Baumwolle und kommt zu unserer pflegeleichten Colorwäsche. Wenn ihr zusammen habt und die Trommel so gut wie voll ist, dann schließt ihr die Schotten, denn dann kann es losgehen. Zur Auswahl des richtigen Waschmittels. Wir haben Colorwäsche gewählt, daher holen wir auch Color-Waschmittel. An den Seiten könnt ihr sehen, wie viel ihr benutzen müsst. Hier gibt es eine Tabelle von weich bis hartem Wasser. In unserem Fall ist es weiches Wasser. Danach gibt es weitere Träger, leicht, normal oder stark verschmutzt. Bei Kindern kann es wirklich bis zu stark verschmutzt gehen. Aber wir werden uns in einem normalen Rahmen bewegen. Das heißt, wir sind ungefähr bei 75 bis 80 Milliliter, die wir jetzt hier rausholen. So, der ist schon ein bisschen leer. Dazu gibt es solche Dosierhilfen. Da steht dann drauf, bei wie viel ihr seid. So, kann noch ein bisschen absetzen. So, noch ein bisschen mehr. Und jetzt sehen wir, sind wir bei ungefähr 80. Jetzt gehen wir zu dem Wäschefach. Das zieht ihr links heraus. Da gibt es eine 1, eine 2 und in der Mitte ein Blümchen. Die 1 ist die Vorwäsche, die 2 ist die Hauptwäsche und die Mitte ist für Weichspüler gedacht. Wir kippen jetzt schon mal also bei Nummer 2 unser Pulver hinein. Sehr gut. Kommen wir zum Weichspüler. Weichspüler macht eure Wäsche himmlisch frisch und zart. Deshalb könnt ihr es ruhig benutzen. Auf der Rückseite steht, wie viel ihr benutzen dürft. Da gibt es zum Beispiel einen halben oder einen Dreiviertelbecher. Aber der Geheimtipp, um es ganz zart zu machen, ist der komplette Becher. Ihr füllt vorsichtig dieses besagte Mittel ab, bis der Becher fast voll ist. Und dann passt ihr auf und kippt das nur in die Mitte rein. Sehr gut gemacht. So, jetzt haben wir also Weichspüler in der Mitte. Links in Fach Nummer 2 haben wir das Pulver. Jetzt schauen wir noch, ob Wasser anliegt. Ihr müsst immer darauf achten, dass die Waschmaschine mit Wasser versorgt ist. Also immer aufdrehen, die Zuleitung. Jetzt geht's los. Einstellung unserer Maschine. Diese Hoover Vision Tech hat mehrere Auswahlmöglichkeiten. Baumwolle 60 Grad, Baumwolle 40 Grad, 30, lalalala. Wir interessieren uns jetzt in diesem Wäschetyp für die Pflegeleicht 40 Grad. Diese setzen wir jetzt ein und werden auch die Schleuderleistung bei 1000 belassen. Ihr könntet diese auch hier verändern. Jetzt seht ihr noch die Restlaufzeit eurer Wäsche und wir drücken auf Start und dann wird losgewaschen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.